Das sind Ina und Horst Drechsel auf der Insel Koh Lanta in Thailand. Die beiden haben ihr Leben in Deutschland gegen ein Leben in Thailand getauscht und es bis heute nicht bereut. Ja, läuft gut, ja. Ja, läuft gut und wir sind ganz glücklich. Doch auch im Paradies beginnt der Tag mit Arbeit. Und zwar bereits morgens um 3:45. Das sind unsere Rohlinge. Nicht, dass ich die einkaufe, die machen wir selber natürlich. Und die nehme ich morgens raus. Und dabei weiß man natürlich nie genau, wie viel braucht man. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Gäste heute kommen. Vor 8 Jahren haben Ina und Horst Deutschland den Rücken gekehrt. Ihr Bauunternehmen verkauft und mit 80.000 Euro Startkapital eine Bäckerei auf Koh Lanta eröffnet. Gebacken hatte Ina bis dahin eigentlich nur für sich und ihren Mann und gelegentlich für einige Freunde. Natürlich kann man das Hausfrauenbacken und Bäckerei nicht vergleichen. Da werden die Bäcker jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es ist ja nicht so, wir sind ja keine Großbäckerei. Wir beliefern ja nur uns selber. Ne? Also das, was wir hier backen, einen Kuchen beispielsweise, machen wir eigentlich genauso wie ich in Deutschland auch. Und wir haben auch tatsächlich ab und zu mal Kunden, die von Haus aus Bäcker sind und mir auch gute Tipps geben. Mittlerweile ist es 5 Uhr. Jetzt beginnt auch für Horst der Arbeitstag. Jahrelang hat der 54-jährige Ostfriese von morgens bis abends auf dem Bau geschuftet. Zum Ausgleich darf er jetzt etwas länger schlafen. Sein neuer Job in der Backstube, Kuchen und Torten backen nach deutschem Rezeptbuch. Ohne die komme ich nicht klar. Das geht nicht. Was sind das? Meine Rezepte, die habe ich so. Wir holen viel aus dem Internet raus. Ina schreibt sie dann auf und dann in der Low Season wird getestet. Und wenn sie gut sind, werden sie halt für die High Season übernommen. Nur ich muss natürlich immer alles schön ablesen, ne? Sonst klappt das nicht so richtig. Und nun muss ich jetzt mal einen Kaffee trinken. Das ist viel wichtiger. 15 Jahre lang machen Ina und Horst Urlaub auf Koh Lanta. Was ihnen fehlte, ein gutes deutsches Frühstück. Zurück in Deutschland kommt ihnen dann die Idee, eine Bäckerei zu eröffnen. Mittlerweile arbeiten 8 Angestellte für die deutschen Bäckernovizen. Und die German Bakery ist ein echter Geheimtipp. Vor allem für Touristen, die sich im fernen Thailand nach einem Stück Kuchen oder einem leckeren Frühstück aus der Heimat sehnen. Also ich esse das Zeug frühstücksmäßig hier herunten gar nicht, sondern eigentlich nur das von der Ina. Ja, aber es ist einfach unser Frühstück. Dieses mit Reis und mit Flüssigkeit und mit Fisch, das schaffe ich nicht. Sie macht das beste Porridge der Welt. Wenn du sonst zu Hause in ein Hotel gehst und fragst, ich möchte gern Porridge, dann wissen die noch nicht mal, was es ist. Ich freue mich da immer drauf, wenn ich hierher komme. Auf diese Frau, auf dieses Essen und natürlich auf Thailand. Und man merkt es in den Hosen, die werden immer enger. Das ist leider, aber das muss sein, weil die guten Kuchen und das Essen ist fantastisch. Nach den stressigen Jahren im Baugeschäft haben Ina und Horst mittlerweile die Rollen getauscht. Horst macht es ruhig und kümmert sich um die Sauberkeit im Garten, Ina um den Rest. Und es gibt fast immer was zu tun. Diesmal ist es der Kompressor vom Kühlschrank, der seinen Geist aufgegeben hat. Und das nicht zum ersten Mal. Wir haben das große Problem, dass wir hier auf Lanta immer die Stromschwankungen haben. Dieser Kühlschrank hier ist gerade mal 5 Jahre alt und das ist jetzt der 4. Kompressor. Wir haben jetzt natürlich ein Kühlproblem zu Hause. So, jetzt ist dieser Kühlschrank hier mit dem neuen Kompressor und jetzt hoffe ich einfach darauf, dass sie ihn mir morgen bringen, also repariert bringen. Doch bei der Verständigung in ihrer neuen Heimat stößt auch Ina immer wieder an ihre Grenzen, trotz einer Mischung aus Plattdeutsch, Englisch und Thai. Wenn ich nicht weiterkomme, dann nehme ich mir meist die Telefonnummer mit und den Namen und dann lasse ich von unserer Managerin, von unserer U, zu Hause einfach anrufen und die klärt das dann in Thai. Von November bis April ist ihr Café geöffnet. Dann ist in Thailand Hochsaison. Den Rest der Zeit genießen die beiden ihr neues Leben auf ihrer Trauminsel im Südwesten von Thailand. Ein Leben so ganz anders als im ostfriesischen Leer. Und trotzdem, manchmal fehlt doch etwas. Unseren Nationalsport Boseln haben wir beide sehr geliebt. Dann sind wir immer losgezogen, kleine Schiebkarren hinterher und mit Getränken. Und das war immer ein Highlight. Ne? Das haben wir den ganzen Winter durchgemacht. Beim Musical hatten wir auch gerne. Ne? Ja. Das sind so ein paar Sachen, die man ein bisschen vermisst. Ne? Aber insgesamt. Aber selten. Ja. Selten, dass wir darüber nachdenken. Nee. Nee. Zurück nach Deutschland wollen Ina und Horst auf jeden Fall nicht mehr. Warum auch? Hier haben sie ihr Glück gefunden. Boseln wollen sie auf Koh Lanta demnächst allerdings auch mal. Und zu Besuch nach Thailand kommen auch ihre deutschen Freunde immer wieder gerne. Natürlich.